Ja, angekommen hier mit ein bisschen mehr Aussicht. Genau, weitaus mehr Aussicht. Also, wir blenden euch da auf jeden Fall schon mal ein paar Fotos ein, die wir gerade eben gemacht haben. Machen wir nicht. Nee, machen wir später. Ja, wenn wir nämlich essen, wir überlegen hier tatsächlich mal was zu essen, haben wir sonst nie gemacht. Ja. Und dann werdet ihr schöne Bilder sehen. Das werden wir wieder am Stück machen, so ein Bild nach dem anderen. Ihr kennt das doch. Genau. Weil ihr sollt jetzt unser Hackfressen hier sehen. Jetzt gucke ich gerade, wenn ich jetzt mal ein bisschen drehe. In die Richtung. Jetzt hoffe ich, dass das auch so einigermaßen drauf ist. In die Richtung, das ist der Wörthersee. Also, von hier aus kann man natürlich auch den Wörthersee sehen. Der ist gar nicht so weit weg. Ich glaube, das sind so, ja, geschätzte 20 Kilometer ungefähr. Ja, und ansonsten gibt es hier so ein paar Paraglider. Also für die Leute, die Abenteuer lieben, die Ich sind in nicht. die Richtung gut aufgehoben. Ich kann nur sagen, ich habe das zweimal gemacht. Beide Mal war mega toll. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Aber, na gut, für Höhenkranke wie ihn da ist das natürlich nicht so gut geeignet. Das ist natürlich klar. Ja, mal sehen. Vielleicht können wir auch noch so einen Abflug hier gleich filmen. Muss auch noch mal kontrollieren, ob der Mann hier richtig ist und nicht den Farkasee meint, aber nein, das ist Nein, das ist der Wörthersee. tatsächlich die Wörthersee. Da kenne ich mich schon aus. Ja, ich werde das jetzt versuchen zu fotografieren. Er versucht hier einen Paraglider loszuschießen, abzuschießen. Mal gucken, ob wir es Ja, mal gucken. Vielleicht auch mit Slow-Mo. Mal sehen. Vielleicht kriegen wir auch zwei drauf. Es werden jetzt hier noch einige, ne, losfliegen, bevor, ja, bevor die Gondel sowieso jetzt hier angehalten hat. So, in diesem Sinne, dann versuchen wir mal ein paar schöne Bilder hinzukriegen. So, Ja, und wenn ihr so viel Glück habt wie wir, dann was sieht man hier? kann man sogar einen Geier von Landskron sehen. In Landskron gibt es so eine schöne Sicht. Was nennt sich das? Nee, so eine Art Farm. Ja, so eine Adlerarena. Und der ist dort hinten jetzt gerade. Wir können euch da mal ein bisschen was einblenden. Also, wie ihr sehen könnt, ein sehr, sehr stolzes Tier. Wir haben auch ein paar schöne Fotos gemacht, also die werden wir euch dazu nochmal einblenden. Nee, da werden wir, machst du ja was draus und das Genau. zeigen wir wieder, weil du hast den Start hier fotografiert von dem Vogel. Genau. So, bevor er uns gegebenenfalls auf den Kopf kackt. Gehen wir lieber in die Deckung. Genau. Genau. Ja, auf jeden Fall, ich habe auch mal nachgefragt bei der Burg Landskron, weil da kommt er nämlich her aus der Adlerarena und da wurde mir gesagt, dass es ein freilebendes Tier ist oder beziehungsweise ein Tier ist, was dann auch wieder zurückkehrt. Also ist alles in Ordnung und alles im normalen Bereich. Aber man weiß ja bei solchen Sachen nicht sofort, was Sache ist. Ja, einmal noch über uns weg und dann genau. Das Ja. machen wir jetzt auch. Wir werden
Ich glaube, jetzt machen wir erstmal eine Essenszeit. Mittagspause. Und dann werden wir wunderbar euch den Weg runter von den Görlitz machen. Genau. Wir haben jetzt eigentlich ganz lecker gegessen. Für 2,05er waren das, ne? Ja, ne, ich glaube 04. 04er Cola, ja. Einmal Pommes mit Würstchen. Bockwurst, sowas. Wiener Würstchen und einmal Wiener Würstchen mit Brötchen. Haben wir knapp 22 Euro bezahlt. Ist jetzt nicht ganz günstig, aber naja, man gönnt sich ja sonst auch nichts, ne? Also wir sind sehr sparsam, was unseren Urlaub immer angeht. Dementsprechend können wir da mal ein bisschen mehr Geld ausgeben. Wir wollen jetzt nochmal zu einer Aussichtsplattform, wollen da nochmal ein paar Fotos machen. Scheinbar ist der Geier auch immer noch da, weil da ja. Er ist noch da. Geierchen ist auch noch da. Genau, ja. Wenn er wüsste, das Essen gibt's da oben. Genau. Aber da will er wahrscheinlich nicht hin. Tja. Naja, wie gesagt, vorhin zur Aussichtsplattform vom Geier haben wir genug gesehen. Oh, ein super, super Blick. Aber auch ja, das versuchen wir jetzt nochmal euch ein bisschen darzulegen, ob das klappt. Ja, das werden wir gleich sehen. Ja, die Dobbratsch, die sehen wir. Da werden wir dieses Mal nicht hin, weil da waren wir schon mal 2014. Das hat sich nicht geändert, habe ich gehört in den letzten 6 Jahren. Nee. Wir können ja nicht alles machen, ne? Genau, dafür müssten wir mal länger herkommen und eigentlich wollen wir das nie. Wir sind schon sehr lange jetzt hier. Guti, jetzt warten wir ab, was die Aussichtsplattform da zeigt und dann wird es wieder runtergehen, runter zu unseren Iohawks. So ist es. Genau der Finger. So, wir sind zurückgekehrt von unserer tollen Tour. Die war sehr schön. Ich habe jetzt bloß nicht geguckt, wie viele Kilometer. Ich glaube, 30 Kilometer waren es auf jeden Fall. Gucke ich gleich nochmal. Kannst du da nochmal einblenden? Genau. Das, beziehungsweise wir sagen euch das nachher. Der geht nämlich gleich im Pool. Also den Pool aus dem großen See. Deswegen habe ich schon fertig gemacht. Habe Badehose an. Also geht jetzt gleich an. Ja, unsere Nachbarn hier, die kommen jetzt auch gerade an. Genau. Aus den Niederlande. Ja, wir haben jetzt gleich das große Ganze vor. Updates bis zum geht nicht mehr. Ich habe mir erstmal einen Datentarif für die nächsten 24 Stunden besorgt. Ja, das kann er so viel ziehen, wie er will. Also von daher, ab geht die Post. Genau, das ist jetzt der große Plan. Einkaufen waren wir auch, das ging sehr gut. Also gut, dass wir beide einen Rucksack bei hatten, sonst wäre es eng geworden. Wieso, was hat nicht funktioniert? Ja, und jetzt, wie gesagt, gehst du im Pool, also sprich in den Ostseeacher See.
Und er und sein Pool. Das ja, Ding ist doch kein Pool, das ist doch viel größer. Das viel Problem schöner. War, weil wir vorhin, wo wir runtergekommen sind von den Galitzen, haben wir einen Pool gesehen. Seitdem ist er Pool. Jetzt ist er Pool verrückt. Genau. Naja. Ja, wie gesagt, ich bleibe hier, weil, wie gesagt, ich wollte eigentlich auch mit rein, aber ich, wie ihr seht, nett, habe ich mich entsprechend verletzt. Verletzt bei einer Bergabtour. Tja, ich glaube, ich habe auch eine Bremsspur, heißt es wohl, hinterlegt. Bin mal gespannt, wenn wir da lang gehen, ob man die wirklich, ob man die dann sieht. Ja, die geht ein paar Meter. Ja, dann bin ich mal gespannt. Gudi, er will schwimmen gehen und ich habe hier ein bisschen was zu tun. Wir sind frisch geduscht. Und rasiert? Ja. Wir dachten mal, auch das könnte man mal im Urlaub machen. Hm. Gerade wenn man auf dem Campingplatz ist, geht das ja immer gut. Ich muss das auf die andere Seite eigentlich machen. Wieso? Mir gefällt das so besser. Dann nehme ich den. Ja, halber in der Sonne. Genau. Also von da ist die Sonne auch, da ist der See. Genau. Ja, wir sind jetzt gerade am Hochladen hier. Genau, das erste Video, das haben wir schon länger mal hochgeladen. Jetzt haben wir es aber alles eingeplant. Das kommt nämlich dann entsprechend am Dienstag, dem 15. Also sprich... Habt ihr schon alles gesehen? Habt ihr schon längst gesehen. Jetzt sind wir bei zwei weiteren Videos. Wir versuchen so schnell wie möglich. Haben Updates hier gefahren, noch und nöcher. Ja, es dauerte alles halt ein bisschen. Also wenn man so will, nicht nur die Handys wurden upgedatet, auch wir sind upgedatet. Ja, doppelte Updatung. Ist doch gut. Ja, dann zum ersten Mal, glaube, also zumindest seitdem wir im Urlaub zusammen sind, 6 Jahre immerhin, waschen wir Wäsche. Ja, das ist richtig. Das erste Mal. Wir haben das mal gedacht, naja, wenn man schon den Luxus hat auf so einem Campingplatz mit einer Waschmaschine, naja, dann kann man es ja mal probieren. Ging ganz gut. Also, alternativ sollte man sich das allgemein mal überlegen, wenn man öfters irgendwo unterwegs ist, man ist auf dem, dass man halt nicht so viel Wäsche mitnimmt. Ja, das spart halt Platz. Wir hatten jetzt zwar genug Wäsche dabei, also es wäre jetzt auch noch aufgegangen, aber es gab zum Beispiel die Handtücher, da konnten wir, können wir sie jetzt halt nochmal wechseln, so hatten wir uns das überlegt und haben das halt einen schnelleren Intervall dann sozusagen. Ja, und gerade die Geschirrhandtücher, die waren irgendwie... Die genau, waren Geschirrhandtücher gut. Haben wir 3 Stück mit, aber das ist dann ganz gut, wenn man die dann doch nochmal gewaschen hat, also zwischendurch. Ja. Wir werden dann bald erst machen, es sind schon fast 18 Uhr, die Sonne geht schon wieder bald unter. Ja, ja. Und es ist zwar noch warm, aber trotzdem, irgendwann gibt es dann Essen, dass wir dann auch fertig sind. Marcel, der wird sich hier weiter um die Sachen kümmern und ich werde mich dann um das Essen kümmern, also geht ruckzuck wieder. Und wahrscheinlich um den Abwasch und um alles, weil... Genau. Das Problem ist, wir stehen hier draußen und das kannst du nicht stehen lassen. Nee. Einer muss halt am Platz bleiben. Richtig. Naja, in diesem Sinne würde ich sagen, wir hören uns... Zu unserem Abschied des Tages, weil da gehen wir wieder zum... Zum See? Da gehen wir wieder zum See. Ja, so machen wir das. Wir sind einmal durch die Entenkacke gelaufen. Also so vorbei. Wie gut, dass wir diesen Morgenstern bei haben, damit wir wirklich... Auf diesem Steg sitzen die ganzen Enten gerade. Und scheißen hier ein bisschen Geld hier. Ja, genau. Und die setzen sich jetzt auch wieder drauf. Also wir werden ja nochmal durch müssen und dann nochmal ein bisschen Terz machen müssen. Aber diesmal, wir werden gleich den Morgenstern sofort setzen, weil am Anfang haben wir es nicht gemacht. Das hat Stefan, er hat ein bisschen... Ja, kriege ich gleich wieder sauber. Eingekackert. Ja, von wegen. So, also wir waren jetzt richtig erfolgreich, müssen wir sagen. Wir haben richtig... Videos Power hochgeladen, bis zum Gehen nicht mehr, und haben schon gut eingeplant. Das heißt, ihr habt wirklich, weil ich glaube, wir sind hier gerade aktuell Folge 8, 9, glaube so Pi mal Daumen. Ich weiß es nämlich noch nicht im Genauen, aber es rendert gerade Folge 6, die ihr ja, wie gesagt, schon gesehen habt. Und wir haben einen richtig tollen Tag gehabt, glaube ich, kann man sagen. Ja, also sehr schön mit den E-Scootern, also war eine tolle Tour. Waren jetzt auch wirklich 30 Kilometer. Das ist nicht so schön. Naja. Und dann hoch auf den Galitzen, und das muss ich sagen, das war heute richtig toll. Ja, also einen ganz tollen Blick. So toll hattest du den auch noch nicht gesehen. Noch nicht gehabt, also es war so schön. Das ist das, worauf man ja erwartet, wenn man da hochfährt. Dann natürlich diesen absolut genialen Geier. Ja, das habe ich auch noch nicht gesehen. Wir haben ja erst gedacht, das Ding ist ausgebüxt, und deswegen habe ich ja auch da angerufen bei den, bei Burg Landskron, glaube ich, heißt das, oder Langskorn, weiß ich gar nicht genau. Langskorn, glaube ich. Und habe dann mal gedacht, naja, okay, meldest du das mal, vielleicht suchen die ja ihr Tier.
Hat ja sonst kein anderer getan, aber man hat mir versichert, nee, nee, es ist alles in Ordnung. Das Tier gehört zu denen zwar, aber es ist ein freilebendes Tier, also das heißt, dass es auch wiederkehrt zum Abend oder wie auch immer und es macht gerne mal einen Ausflug. Naja. Aber wirklich, was sehr interessant war, ist, kein Mensch hat das interessiert. Die haben gesehen, dass es davon ist und keiner, auch so Ja, ungefähr, oh, keiner hat guck sich mal. drum gekümmert, weil es kann ja auch sein, dass mit dem Tier irgendwas ist oder sowas. Und da finde ich das Ne. schon in Ordnung, weil man konnte sehen, von wo es herkam. Genau, das haben sie auch gesagt. An diesem, weiß ich nicht, die haben da so Ein eine, Ring um den Fuß. genau, Ja. und naja. Aber gegeiert haben. Also wenn man, also sprichwörtlich gegeiert nach dem Fotomotiv. Klar, es war ein Haben schönes. wir auch, natürlich, aber Die trotzdem sind da kümmert man sich ja drum. rangegangen bis zum geht nicht mehr. Die haben danach keine Abstände mehr gehalten, wo ich mir denke, Leute, ihr müsst darauf schon achten. Nur weil da so ein Tier ist, will Ja, ich. das ist leider echt so schade, dass die Menschheit da leider so ein bisschen, was Dann machst das du betrifft, ja, da geht der Bild. Schalter aus und dann, schade. Aber sonst, Naja. wie gesagt, es war ein super Tag. Wir freuen uns auf morgen. Morgen ist der Plan, zum Dreiländereck zu fahren. Genau, Da wir waren wollen, wir auch noch nicht. nein, wir wollen sozusagen Slowenien, Italien und Österreich uns anschauen und dann gucken wir mal, ja, mal sehen. Was wir dann überhaupt noch zu schaffen. Jedenfalls machen wir nochmal eine Paddeltour. Wäre dann auch die letzte, weil wir Mittwoch schon könnte Gewitter kommen. Und dann wollen wir natürlich vorher, dass das Boot wieder trocken ist, damit wir Richtig. reinpacken können. Aber das werdet ihr einfach in der morgen oder in der nächsten Folge. Wie gesagt, ich weiß es nicht. Ich habe keinen Das sehen Plan wir. mehr, was da ist. Das In sehen wir. diesem Sinne erstmal Ja, gute Nacht. gute Nacht.